willkommen, willkommen aus München. Ich bin hier im Schwimmbad und zwar haben wir das Samsung Galaxy S8 Plus in der Hand. Wie ihr sehen könnt, ich war unter Wasser mit dem Handy und habe unter Wasser dieses schöne Video aufgenommen in wunderschöner 4K-Qualität. Auch die vordere Kamera könnt ihr benutzen, allerdings sind Schwimmbäder nicht empfohlen für das Samsung Handy, denn IP68-Zertifizierung heißt, dass ihr im Süßwasser die Geräte benutzen könnt. Also weder Salzwasser, also Meerwasser oder Chlorwasser, wie sie im Schwimmbad vorhanden sind, solltet ihr auf keinen Fall die Geräte eigentlich benutzen, außer ihr wascht sie danach ganz gründlich ab und schaut, dass sie dann so trocknen, dass natürlich das meiste, was hier im Chlor oder im Salzwasser drin war, auch wieder aus dem Gerät rauskommt. Problematisch ist auch, natürlich haben wir unten einen USB-Anschluss und alles Mögliche, was komplett frei ist, also nicht versteckt. Diese müsst ihr natürlich trocknen, wenn ihr sie wieder aufladen wollt, außer ihr benutzt die Wasser- oder die Wireless-Charging-Funktion, heißt, ihr wollt kabellos weiterladen, das geht natürlich zu Hause, wird kein Problem sein. Und ja, es ist wirklich wasserfest, ich habe das Video nicht irgendwo anders aufgenommen und mit dem anderen Handy oder vom anderen Handy hier drauf gespielt. Ich habe es, wie gesagt, wie ihr gerade gesehen habt, unter Wasser gelegt und das Handy funktioniert noch. Es spielt weiterhin das Video ab und alles kein Problem. Ich empfehle es trotzdem nicht. Das ist natürlich immer nur ein Testgerät hier. Ich habe sie nicht ein, zwei Jahre im Einsatz. Und natürlich will ich 700 Euro auch nicht einfach so im Wasser untergehen lassen. Aber es funktioniert, es ist cool und schaut euch mein Video an. Ich habe es hier verlinkt, das hier in schöner Qualität. Natürlich noch bessere Auflösung, alles noch schöner. Hier auf meinem Kanal, vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch andere Geräte sehen wollt, schwimmen gehen, wie zum Beispiel ein LG G6 oder auch das normale S8. Bis dahin, mein Name ist Balder Stahl und bin erst in die Schotter.